Also 70 Kilometer fährt er zur Arbeit hin, zurück nochmal 70, 140. Und das täglich. Ist er auf Reise oder nicht? Das muss er nicht mich fragen, das muss er sich selber fragen. Verstehst du? Er muss sich selber die Frage stellen: Bin ich auf Reise? Fühle ich mich auf einer Reise? So. Aber ich kann so viel sagen, dass es für die Kilometerzahl der Reise keinen expliziten Beweis gibt, der sagt, ab dem und dem Kilometerstand ist Reise. Vielmehr ist die Reise dann, wenn du deine Stadt verlässt, dich für diese Reise vorbereitest, indem du tanken gehst zum Beispiel, ja, und indem du dich auch in der Reise fühlst und es auch laut dem Brauch der Wissenden eine Reise ist. Und bei 70 Kilometer sagen die meisten Gelehrten, dass es eine Reise ist. Viele Gelehrte haben gesagt, Yawm wa Layla, Tag und ein Tag und eine Nacht, ab dann gilt eine Reise. Dann hat man das übersetzt und gesagt, das sind ungefähr 70 Kilometer. So, jetzt sagt er aber, ja, aber ich fahre täglich zur Arbeit, wieder zurück. Dann fragen wir, okay. Gibt es einen expliziten Beweis, der dir sagt, du darfst Reise nur als Reise bezeichnen, wenn das einmal die Woche geschieht, einmal im Monat geschieht, einmal im Jahr geschieht? Nein, gibt es nicht. Es gibt nur die Frage, fühlst du dich auf einer Reise? Ob das täglich gemacht wird, einmal die Woche gemacht wird, einmal im Jahr gemacht wird, einmal in 2 Jahren gemacht wird. Die Frage ist, fühlst du dich auf einer Reise? Wenn ja, bist du auf einer Reise. Auch wenn es zur Arbeit geht und zurück. Deswegen muss man immer zurück zu der Definition der Sache, nicht zu dem Gefühl, dass man sagt, ja, aber das ist Arbeit und so. Ja, aber nee, wir gehen jetzt zurück zu der Definition. Was ist die Definition einer Reise? Und woran wird die Reise gemacht? An der Anzahl gibt es nicht. Es gibt keinen Beweis, der sagt, wenn du dreimal reist, wenn du fünfmal reist, dann ist das keine Reise mehr, aber wenn du einmal reist, wenn du zweimal reist, gibt es nicht. Wallahu. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا.